Unruhig war es in Hongkong immer etwas. Demonstrationen sind ein verbreitetes und alltägliches Phänomen. An Schärfe zugenommen haben Konflikte, weil 2019 in Hongkong der Entwurf eines Auslieferungsgesetzes vorgelegt wurde, der erleichterte Auslieferungen unter anderem in die Volksrepublik ermöglicht hätte und nach Ansicht von Beobachtern mit internationalen Menschenrechtsverträgen im Widerspruch stand. Guten Tag und Moin und herzlich willkommen bei Foftein. In den nächsten Minuten will ich Sie an die Küste des Südchinesischen Meeres mitnehmen. Genau gesagt nach Hongkong, zum duftenden Hafen, wie man den Namen der Stadt übersetzen könnte. Viele von Ihnen werden sich in den letzten Monaten beim Lesen und Betrachten der Nachrichten gefragt haben, was in dieser Stadt los ist. Warum gibt es immer wieder Demonstrationen und Krawalle? Mit welchem Recht mischt sich die chinesische Regierung nun ein? Und ist das eine Gleichschaltung Hongkongs, auf die der Westen mit harten Sanktionen antworten müsste? Wie ist der aktuelle Konflikt in Hongkong historisch einzuordnen und welche Rolle spielt China dabei? Juristen neigen mitunter dazu, eine Betrachtung auf das Einzelereignis zu verengen. Um besser zu verstehen, was sich in Hongkong abspielt, ist ein Blick auf den Kontext, in die Geschichte aber wichtig. Wir gehen nicht gleich 2 oder 3 Jahrtausende zurück, wie Chinesen es gern tun, aber ein paar hundert Jahre sollten es schon sein. Der Eigenname Chinas, Zhongguo, Land der Mitte, ist mehrdeutig, aber er transponiert jedenfalls auch das Selbstverständnis, das machtpolitische Zentrum schlechthin zu sein, um das sich alle anderen Mächte als tributpflichtige Vasallen gleichsam in konzentrischen Kreisen herumgruppieren. Emblematisch steht dafür der Stadtplan Pekings, mit dem Kaiserpalast und dem nahegelegenen Himmelstempel als Epizentrum. Im Jahre 1689 schloss China erstmals einen Vertrag mit einer europäischen Macht, mit Russland. Gegenstand wird die Grenzziehung in dem Bereich, den wir heute Mongolei nennen. Dieser Vertrag ist zugleich das erste internationale Dokument, in dem der Name Zhongguo zu lesen ist. Allerdings nicht in der authentischen Sprachfassung des Vertrags, denn die ist auf Lateinisch. Welche Erkenntnisse liefert uns der Vertrag von 1689? Erstens trat das Land der Mitte in Vertragsbeziehungen mit einer Macht, die zu einem ganz anderen Rechtsraum gehörte und ganz andere Vorstellungen von dem hatte, was ein Staat war, was zwischenstaatliche Beziehungen, was eine Grenze. Auch der Begriff der Souveränität war China fremd. Hätte es die Russen, wie es seinem Selbstverständnis entsprach, als tributpflichtig behandelt, wäre kein Vertrag zustande gekommen. Zweitens kündigt sich hier bereits die Abhängigkeit Chinas von fremden Einflüssen zumindest an. Jedenfalls konnte der chinesische Kaiser sich nicht sicher sein, was im Vertrag nun wirklich geregelt war. Insoweit musste er den Jesuiten vertrauen, die ihn eingefädelt hatten. Im 19. Jahrhundert taumelte China dann in eine historisch beispiellose Schwächephase. Im Gefolge der beiden Opiumkriege setzten europäische Mächte ihre wirtschaftlich-politischen Interessen massiv durch. Großbritannien erzwang von China 1842 im Vertrag von Nanjing die Abtretung eines Gebiets nahe der Mündung des Perlflusses, Hongkong. Es handelte sich offensichtlich um einen ungleichen, einen unter Druck abgeschlossenen Vertrag, der nach heutigen völkerrechtlichen Maßstäben wohl nicht wirksam wäre. Aber die Schwierigkeiten beginnen schon mit der Frage, ob völkerrechtliche Maßstäbe für diesen Vertrag gelten. Was das war, völkerrechtliche Maßstäbe, das regelten die Europäer damals unter sich. China war für sie bis ins 20. Jahrhundert hinein gleichsam nicht satisfaktionsfähig und blieb bei der Rechtsgestaltung außen vor. Wie ist die Beziehung zwischen China und Hongkong aktuell geregelt? Rund 150 Jahre nach dem Vertrag von Nanjing ist China nicht nur ein allseits seit langem anerkanntes Völkerrechtssubjekt, sondern sogar ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und einer der letzten verbliebenen offiziell kommunistischen Staaten. In der sogenannten Sino-Britischen Erklärung von 1984 wurde vereinbart, dass Hongkong an China zum 1.7.1997 zurückfallen solle. Sie kann vor dem Hintergrund des Vertrags von Nanjing auch als Korrektur vergangenen Unrechts, imperialen, kolonialen Unrechts, verstanden werden, zumindest politisch.
Hätten die Europäer China im 19. Jahrhundert nicht unterdrückt, gäbe es Hongkong heute wohl nicht einmal als Stadt und erst recht keine Diskussion um dessen Statusrechte. Das eigentliche Hongkong ist übrigens sehr klein und umfasst nicht einmal 100 Quadratkilometer Fläche. Die zehnmal so großen sogenannten New Territories mit einer Fläche etwas größer als Berlin wurden 1898 von den Briten nur auf 99 Jahre gepachtet. Ohne sie wäre Hongkong nach 1997 als britische Kolonie nicht lebensfähig gewesen. Nun zur Erklärung von 1984. An ihr fällt zunächst auf, dass sie sich nicht Vertrag nennt, auch wenn es sich klar um einen solchen handelt. Auch ihr Aufbau ist unorthodox. Im Hauptteil finden sich Zusagen des Vereinigten Königreichs, dann solche Chinas und schließlich Übereinkünfte beider. Es folgen Anlagen, in denen sich wichtige Details finden. Die gemeinsame Erklärung macht Hongkong einstweilen nur formell zu einem Teil Chinas. Tatsächlich erscheint es nach dem Muster ein Land, zwei Systeme, wie ein Staat im Staate, der auch ein eigenes Grundgesetz hat. Artikel 3 der Erklärung setzt wie folgt ein. The government of the People's Republic of China declares that the basic policies of the People's Republic of China regarding Hong Kong are as follows. Es folgen Bekenntnisse zu National Unity and Territorial Integrity, die Erklärung, dass die Hong Kong Special Administrative Region direkt der Regierung der Volksrepublik China untersteht, aber ein hohes Maß an Autonomie genießt und auch Legislativgewalt haben soll. Des Weiteren sagt China zu, dass das bestehende Wirtschafts- und Sozialsystem in Hongkong im Wesentlichen unverändert bleiben soll. Und die Grundrechte, eine Aufzählung folgt, durch Gesetz in der Sonderverwaltungszone Hongkong sichergestellt werden sollen. In Kapitel 3 und 5 des Grundgesetzes Hongkongs sind diese Rechte im Einzelnen verankert. Ebenfalls im Grundgesetz findet sich Artikel 23, den ich wörtlich zitieren will. The Hong Kong Special Administrative Region shall enact laws on its own to prohibit any act of treason, secession, sedition, subversion against the Central People's Government or theft of state secrets, to prohibit foreign political organizations or bodies from conducting political activities in the region, and to prohibit political organizations or bodies of the region from establishing ties with foreign political organizations or bodies. Ein weiteres wichtiges Detail steht in der ersten Anlage zur Erklärung, wo sich China dazu verpflichtet, dass, ich zitiere, after the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region, the socialist system and socialist policies shall not be practiced in the Hong Kong Special Administrative Region and that Hong Kong's previous capitalist system and lifestyle shall remain unchanged for 50 years. Freie Wahlen sind laut Vereinbarung übrigens eine bloße Option und auch die Regierung Hongkongs untersteht der Zentralregierung in Beijing. Welchen konkreten Auslöser hatten die aktuellen Unruhen? Unruhig war es in Hongkong immer etwas. Demonstrationen sind ein verbreitetes und alltägliches Phänomen. An Schärfe zugenommen haben Konflikte, weil 2019 in Hongkong der Entwurf eines Auslieferungsgesetzes vorgelegt wurde, der erleichterte Auslieferungen unter anderem in die Volksrepublik ermöglicht hätte und nach Ansicht von Beobachtern mit internationalen Menschenrechtsverträgen im Widerspruch stand. Er wurde schließlich zurückgezogen. Da die Unruhen trotzdem fortdauerten, erließ die Volksrepublik China am 30. Juni 2020 schließlich das Gesetz über die Bewahrung der nationalen Sicherheit in der Sonderwirtschaftszone Hongkong. Das Gesetz wurde formal von der Regierung Hongkongs noch angenommen und trat anschließend in Kraft. In diesem Gesetz, das teils Polizei- und teils strafrechtlichen Charakter hat, beruft sich die chinesische Regierung auf ihre übergreifende Verantwortung für Hongkong. Folgende Vergehen werden geregelt: sezessionistische Bestrebungen und solche, die auf Veränderung des Rechtsstaates von Hongkong oder seinen Anschluss an eine fremde Macht gerichtet sind, terroristische Aktivitäten in verschiedenen Spielarten, Kollusion mit oder Spionage für fremde Mächte. Die Tatbestände sind nicht so weit gefasst, dass sie in einem rechtsstaatlichen System durchweg auf unüberwindbare Bedenken stoßen würden. Aber weit genug, um einer nicht rechtsstaatlichen Ordnung eine Handhabe gegen unliebsame Kräfte zu geben.
Außerdem erstreckt sich die Verfolgungsdrohung in weitem Umfang auch auf vom Ausland aus begangene Taten. Ist die Einflussnahme Chinas in Hongkong in den letzten Jahren völkerrechtlich zulässig? Wir müssen bei der Antwort unterscheiden zwischen dem Vertrag von 1984, den China verletzt haben könnte, und möglichen Menschenrechtsverletzungen unabhängig von diesem Vertrag. Zumindest die elementaren Menschenrechte gelten erga omnes, begründen also Verpflichtungen Chinas gegenüber jedem anderen Staat der Welt. Ihre Verletzung berechtigt also auch prinzipiell jeden anderen Staat zu Gegenmaßnahmen. Dass das Gesetz mit gewissen Menschenrechtsverletzungen einhergeht und sie aufgrund der Unbestimmtheit vieler seiner Artikel vor allem zur Folge haben wird, liegt nahe. Wenn auch die Freiheiten in Hongkong noch immer größer sein dürften als in Mainland China. Manche Staaten haben mit der Suspendierung oder Kündigung von Auslieferungsabkommen mit Hongkong reagiert. Ob weitere Maßnahmen derzeit verhältnismäßig wären, ist fraglich. Wer als Staat nur auf Menschenrechtsverletzungen in Hongkong reagiert, auf möglicherweise gravierende Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen Chinas aber nicht, handelt zumindest nicht sehr glaubwürdig. Der UN-Menschenrechtsrat war sich in der menschenrechtlichen Bewertung des Gesetzes übrigens nicht einig. Auf eine mögliche Verletzung des Rückgabeabkommens von 1984 könnte nur das Vereinigte Königreich völkerrechtlich antworten, denn nur dieses ist Vertragspartei. China verlautete, das Übereinkommen sei mit der Übergabe Hongkongs obsolet geworden. Diese Position ist aber unsinnig, weil die zu wahrenden Verpflichtungen sich ja gerade auf die Zeit nach der Rückgabe beziehen. Nach dem Übereinkommen hätte Peking nicht durchregieren dürfen. Denn Sicherheitsgesetzgebung ist ja nach Artikel 23 des Grundgesetzes Angelegenheit Hongkongs. Der Haken an der Sache ist, dass ein lokales Sicherheitsgesetz nie erlassen worden ist. Alle Anläufe dazu waren politisch gescheitert. Nun ist Hongkong damit nicht vertragsbrüchig geworden, weil es nicht Vertragspartei war. Aber eine im Vertrag geäußerte und ihm zugrunde liegende Erwartung wurde nicht erfüllt. Dass Hongkong selbst für eine Sicherheitsgesetzgebung Sorge tragen werde. Gegen Hochverrat, Sezession, Aufruhr und Subversion und so weiter, die sich gegen China richten. Die vollständige Wiedereingliederung ins Land der Mitte ist ab 2047 rechtlich möglich. Aber bei vielen in Hongkong nicht populär. Gewünscht ist eher die Abkopplung oder zumindest Abnabelung von Mainland China. Wenn Hongkong also von China wegdriftet, ohne dass dem durch gesetzliche Maßnahmen Einhalt geboten wird, könnte China irgendwann den Zweck des Abkommens von 1984 vereitelt sehen. Der ja darin bestand, Hongkong an China zurückzugeben, die Souveränität Chinas wiederherzustellen und nicht Hongkong zu einer eigenständigen Nation zu formen. Sie sehen also, das Bild ist nicht so schwarz oder weiß, wie es scheint, sondern doch eher irgendwie grau. Die völkerrechtliche Einordnung des Handelns Chinas bereitet allerdings Probleme. Das Handeln des chinesischen Volkskongresses hat Züge des Selbsteintritts oder der Ersatzvornahme im Verhältnis zum Legislative Council von Hongkong. China hat das Übereinkommen von 1984 explizit weder gekündigt noch suspendiert, was sich auch daran zeigt, dass es sich im neuen Gesetz unter anderem zu den Grundrechtsgewährleistungen für Hongkong bekennt. Könnte Chinas Handeln als Teilsuspendierung wegen Wegfallens der völkerrechtlichen Geschäftsgrundlage angesehen werden? Die Schwelle für die Aktivierung der Clausula Rebus Sic Stantibus, so wird sie genannt, liegt aber sehr hoch. Wegen einer fundamentalen, objektiven und unvorhersehbaren Änderung der Umstände muss es einer Vertragspartei unzumutbar geworden sein, am Vertrag festzuhalten. Schon ob sich Umstände geändert haben. Und ob dies fundamentale Bedeutung hat, kann man bezweifeln. Vorerst ist nur eine im Vertrag geäußerte Erwartung nicht erfüllt worden. Eine Sezession Hongkongs stand noch nicht bevor. Auch müsste China sich auf die Clausula berufen haben, was nicht der Fall war. Es hat offiziell auch weder eine Kündigung noch eine Suspendierung erklärt. Ob diese unter Berufung auf die Clausula auch nur für einen Teil des Vertrags erklärt werden können, ist unklar. Teilkündigungen aus anderen Gründen sind völkerrechtlich zwar als Möglichkeit anerkannt, aber ein legitimer Grund findet sich hier nicht. Insbesondere hat die andere Vertragspartei, das Vereinigte Königreich, den Vertrag nicht verletzt. Deswegen kann Chinas Selbsteintritt auch nicht als sogenannte Gegenmaßnahme Bestand haben. Bleibt noch der Notstand,
Die Rechtswidrigkeit der Missachtung der vertraglichen Verpflichtung ist ausgeschlossen, wenn die Handlung die einzige Möglichkeit für China ist, ein wesentliches Interesse vor einer schweren und unmittelbar drohenden Gefahr zu schützen. Gewiss ist die territoriale Integrität ein wesentliches Interesse. Aber sie ist nicht, jedenfalls noch nicht, schwer und unmittelbar bedroht. Zusammengefasst heißt das, China hat einige Argumente auf seiner Seite. Aber sie wiegen derzeit jedenfalls nicht schwer genug. Das Sicherheitsgesetz für Hongkong verletzt das Übereinkommen von 1984 und dürfte auch Menschenrechte verletzen. Mögliche Souveränitätsverletzungen durch exterritoriale Wirkungen klammere ich einmal aus. Auf die Verletzungshandlungen kann insbesondere und jedenfalls das Vereinigte Königreich mit verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen antworten, muss es aber nicht. Das Ergebnis ist auch deswegen ein wenig unbefriedigend, weil China letztlich vorgeworfen wird, dass es Rechtsakte erlassen hat, die auf einem Teil seines eigenen Staatsgebiets Wirkung entfalten. Aber dem setzt der Vertrag von 1984 nun einmal Grenzen. Und auch im Völkerrecht gilt: Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten.